Sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, der Kollege Lenz hat mir gerade eben gesagt, er wäre Tierschützer, deswegen man dürfte die Zebras nicht auf die Straße legen. Aber Spaß beiseite, es geht um ein ernstes Thema. Im Endeffekt geht es um das Thema Verkehrssicherheit im Straßenverkehr. Und ich will es einfach mal kurz zusammenfassen, weil es ist eigentlich ein relativ einfacher Sachverhalt, um den es geht. Die Situation heute ist die, wenn Sie einen Fußgängerüberweg in Deutschland anbringen wollen, dann müssen Sie dort an der Stelle als Kommune, die dafür dann auch zuständig ist, nachweisen, dass dort in der Spitze pro Stunde mindestens 50 Personen die Straße queren. Ansonsten ist das nicht zulässig. Wenn Sie 49 haben, dann haben Sie Pech gehabt. Und die Frage, die man sich stellen muss, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, hängt es am Ende des Tages davon ab, ob es 50 oder 49 oder 51 Personen sind, die an der Stelle möglicherweise die Straße queren wollen, oder ist nicht eigentlich die Gesamtsituation vor Ort das Entscheidende? Und ist nicht die Frage die Entscheidende, sind es diejenigen, die vor Ort leben, die dann auch wissen müssen, ob sie an dieser Stelle tatsächlich einen Fußgängerüberweg, so heißt das dann ja offiziell, brauchen oder nicht? Und das führt zu der aberwitzigen Situation, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, dass Kommunen sich dann zum Beispiel überlegen müssen, nein, einen Fußgängerüberweg können wir an dieser Stelle nicht machen. Wir könnten aber rein theoretisch an dieser Stelle eine Ampelanlage installieren. Diese Ampelanlage kostet aber ein Vielfaches von dem, was der Fußgängerüberweg bringen würde, auch an Verkehrssicherheit bringen würde, weil es gibt inzwischen Untersuchungen, im Bereich der Unfallforschung aus Deutschland auch, die deutlich machen, dass ein gut geplanter und gut ausgestatteter Fußgängerüberweg dann genauso viel Verkehrssicherheit bringt für alle Verkehrsteilnehmer wie eine Fußgängerampel. Und das ist eine Situation, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich habe das bei mir selber im Wahlkreis erlebt, aber da ist das auch vorgekommen, wobei es eigentlich nicht typischerweise in größeren Städten die Situation widerspiegelt, sondern häufig auch im ländlichen Raum. Deswegen gehe ich davon aus, dass ich nicht der Einzige bin, der darauf angesprochen worden ist. Und die Resonanz, als wir diesen Antrag angekündigt haben, hat ja auch gezeigt von den kommunalen Vertretern, dass dieses Thema durchaus von Relevanz vor Ort ist. Und deswegen, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, muss man sich ja wirklich die Frage stellen, natürlich ist das jetzt nichts Weltbewegendes in dem Sinne wie die Rettung der MV-Werften. Oder aber, ich weiß nicht, was die Landesregierung jetzt an Kommunalfinanzen beschlossen hat. Aber im Endeffekt sage ich es an dieser Stelle auch mal ganz deutlich, für die Menschen vor Ort und vielleicht für die Familien, die da betroffen sind, deren Kinder auf dem Schulweg sind, die Straße queren müssen, für ältere Mitbürgerinnen, ältere Mitbürger, die vielleicht auch mal dann in ihrem Ort beim Spazierengehen die Straßen queren, ist diese Frage mindestens genauso wichtig wie die Fragen, die wir selber hier als Abgeordnete als hochpolitisch einschätzen und mit denen wir uns dann auch entsprechend ernsthaft, das ist ja auch richtig, ernsthaft dann beschäftigen. Deswegen sollten wir uns auch mit diesem Thema ernsthaft beschäftigen. Und sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, deswegen hoffe ich auch, dass Sie, wenn Sie sich mit diesem Antrag beschäftigt haben, zu der gleichen Erkenntnis gekommen sind, wie das meine Fraktion auch getan hat, dass man eigentlich mit einem relativ geringen Aufwand, ich will es jetzt mal einfach ausdrücken, mit ein bisschen Farbe, dass man mit ein bisschen Farbe dann tatsächlich das Leben der Menschen auch in unserem Land dann entsprechend sicherer machen kann. Und deswegen hoffe ich, dass Ihnen dieser Aufwand, nämlich ein bisschen Farbe, dann auch ins Leben der Menschen zu bringen, nicht zu viel zumutet und Sie diesen Antrag entsprechend unterstützen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.